Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Lehrkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft unseres Landes. Gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie dem gesamten Bildungsmanagement in unserem Land bieten wir dieser Herausforderung täglich die Stirn. Alle geben ihr Bestmögliches, damit jede Unterrichtsstunde in Österreichs Klassenzimmer gehalten werden kann. Und es ist daher mein persönliches Anliegen als Bildungsminister, dafür zu sorgen, dass immer ausreichend qualifizierte und motivierte Lehrkräfte im Schulsystem sind. Denn in unseren Klassenzimmern lehren wir Geschichte und schreiben wir Zukunft. Und in der Schule begegnen einander nicht nur Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, sondern es ist eine Begegnung des Wissens von heute und der Gesellschaft von morgen. Wir sollten nie vergessen, Lehrerinnen und Lehrer beeinflussen die weitere Bildungslaufbahn der jungen Menschen. Sie beeinflussen mit, welchen Beruf Kinder und Jugendliche ergreifen und ob sie als Bürgerinnen und Bürger frei und selbstbestimmt in einer Demokratie ein erfülltes Leben haben. Lehrerinnen und Lehrer gestalten diese Begegnung, indem sie einen klasse Job machen. Dafür gilt allen Lehrerinnen und Lehrern auch mein aufrichtiger Dank. Wie in vielen Berufssparten ist es aber natürlich auch in diesem Bereich nicht immer einfach, genügend qualifizierte Kräfte zu finden. Und der Fachkräftemangel ist auch im System Schule angekommen und fordert uns, wie eingangs formuliert, wirklich enorm. Und aus diesem Grund werden wir jetzt handeln, aber überlegt, evidenzbasiert und nachhaltig. Denn unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Schulen insgesamt, sind uns wichtig, so wie auch die Lehrerinnen und Lehrer. Und um den Bedarf an Lehrpersonal nachhaltig decken zu können, habe ich mich daher entschlossen, die größte Lehrkräfteoffensive in der Zweiten Republik zu starten. Dazu habe ich in den vergangenen Monaten gemeinsam mit meinem Haus an einer umfassenden Ressortstrategie gearbeitet. Diese Ressortstrategie trägt den Namen Klasse Job. Und diese Ressortstrategie umfasst ein breites Band an Maßnahmen, mit denen wir den Lehrkräftebedarf nachhaltig decken werden können. Was wollen wir damit erreichen? Die Ressortstrategie Klasse Job zielt darauf ab, die Erzählung von Schule zu modernisieren, aber auch das Wesen, Bild sowie Image des Lehrerinnen- und Lehrerberufs positiv zu entwickeln, Personen aus unterschiedlichen Kontexten und Lebensphasen für einen Job in der Schule zu motivieren, neue Zielgruppen für einen Klassejob, etwa Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger anzusprechen, die Prozesse in den unterschiedlichen Bereichen des Personalmanagements zu verbessern, insbesondere des Recruitings und die Pädagoginnenbildung als Gesamtes weiterzuentwickeln. Und bereits seit dem Frühjahr haben wir intensiv an dieser größten Lehrkräfteoffensive gearbeitet, die es jemals in Österreich gegeben hat. Die Umsetzung der Ressortstrategie und auch die Umsetzung der Offensive erfolgt anhand von drei Handlungsfeldern. Und jedes dieser drei Handlungsfelder umfasst dabei einen eigenen Schwerpunkt mit unterschiedlichen Maßnahmen und einer eigenen Kampagne. Diese drei Handlungsfelder sind: erstens, wir modernisieren die Erzählung von Schule. Wir brauchen eine positive Erzählung, in der wir den Menschen auch klar machen, welchen Wert Bildung in unserem Land hat, dass wir ein gutes Schulsystem haben, das natürlich auch immer verbessert gehört, das ist keine Frage, aber wir bauen auf einer sehr guten Basis auf und unsere jungen Menschen werden in der Schule sehr, sehr gut unterrichtet. Zweitens, wir legen einen intensiven Fokus auf Personalmanagement und lukrieren durch gezieltes Recruiting auch neue Zielgruppen. Und drittens, wir entwickeln eben die Pädagoginnen- und Pädagogenbildung weiter. Beginnen wir mit dem ersten Handlungsfeld. Wir modernisieren die Erzählung von Schule. Schule ist Arbeitsplatz und Zukunftsplatz. Lehrerin oder Lehrer sein ist ein Zukunftsjob. Und um die Schule als attraktiven Lebens- und Arbeitsraum zu positionieren, sind folgende Maßnahmen bereits in Arbeit. Erstens, wir entwerfen ein neues Lehrerin- und Lehrerbild, das den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Im Zuge wesentlicher Entwicklungen und Reformen, wie etwa der Schulqualitätsrahmen, des Schulleitungsprofils und neuer Lehrpläne, muss das Lehrerin- und Lehrerbild der Zukunft neu gedacht werden. Dabei müssen klare Vorstellungen davon entstehen,
wie das Profil einer Lehrerin und eines Lehrers des 21. Jahrhunderts aussieht. Zweitens, die Positionierung des Lehrerin- und Lehrerberufs im Rahmen der Berufsorientierung an Schulen. Im Rahmen der Berufsorientierung sollen gezielt Angebote für Schülerinnen und Schüler geschaffen werden, sich mit dem Berufsbild Lehrerin und Lehrer auseinanderzusetzen. Der Beruf soll also gerade hier künftig stärker und positiver positioniert werden. Drittens, die Organisation von Projekttagen für die Schülerschaft an innovativen Schulen. Dabei werden an besonders innovativen Schulen Projekttage abgehalten. Diese Pionierschulen werden zeigen, dass Schule ein innovativer Ort des Lernens sein kann. Viertens, der Aufbau eines Netzwerks für Buddies, die in der Sommerschule die Perspektive von Lehrerinnen und Lehrern einnehmen. Die sogenannten Buddies der Sommerschule werden sich während der Sommerferien freiwillig in den Lehrerinnen- und Lehrerberuf hineinversetzen und die Lehrenden in der Sommerschule unterstützen. Ihnen soll die Möglichkeit geboten werden, über einen Austausch untereinander sowie ein Angebot an Aktivitäten ihre Affinität zum Lehrerinnen- und Lehrerberuf weiterzuentwickeln. Das zweite Handlungsfeld umfasst die Bereiche Personalmanagement, insbesondere Recruiting. Wir wissen, das Bild von Lehrerinnen und Lehrern und somit auch das Image des Berufes insgesamt ist vielfach veraltet und geht an der Realität vorbei. Denn, ich darf es noch einmal wiederholen, Lehrerinnen und Lehrer gestalten die Zukunft unserer Jugend. Und dies ist vielfältig und so vielfältig ist auch das Aufgabenportfolio von Lehrkräften. Sie verbringen nur einen Teil der Arbeitszeit in der Klasse. Sie bereiten sich vor und nach dem Unterricht vor und nach. Sie bilden sich fort. Sie sind gefordert, sich den unterschiedlichen Entwicklungen in der Gesellschaft rasch und flexibel anzupassen. Und auch wir als Bildungsverwaltung müssen uns weiterentwickeln und den wunderbaren Arbeitsplatz bzw. uns als Arbeitgeber präsentieren und den Rahmen für Interessierte schaffen, den diese verdienen. Wir wollen auch neue Zielgruppen ansprechen und gute Einblicke in den Job, aber auch in den Weg zum Job gewähren. Mit www.klassejob.at gibt es ab jetzt einen Single Point of Contact für alle Interessierten. Hier erfahren Sie passgenau, wie Sie in unser Schulsystem kommen und wer wo gesucht wird. Wir wollen junge Personen ansprechen. Wir wollen aber auch, und das ist ja noch ganz neu, speziell Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ansprechen. Gerade Personen aus anderen Professionen, die manchmal auch zusätzlich zu einem anderen Job die Schulen und Klassenzimmer noch bunter machen werden. Und mit der strategiebegleitenden Kampagne Klasse Job sprechen wir diese unterschiedlichen Zielgruppen auch ganz spezifisch an. Und wir möchten viele oftmals erstmals auf die Idee bringen, als Lehrerin tätig zu werden. Ich bin die Sophie, ich bin 23 Jahre alt und studiere Lehramt Primarstufe. Ich möchte gerne Lehrerin werden, weil mir die Arbeit mit Kindern sehr viel Spaß bereitet und weil ich darin die Möglichkeit sehe, die Zukunft der Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Wir werden aber auch jene ansprechen, die das vielleicht noch nicht am Radar haben, die noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt haben. Ich bin Rose, ich war 20 Jahre lang sehr erfolgreich in der Pharmaindustrie tätig und stehe jetzt genauso begeistert in der Klasse einer HTL für Medizintechnik und unterrichte Biomedizin. Und da kommt so viel zurück. Hallo, mein Name ist Markus, ich bin selbstständiger Architekt und unterrichte seit 7 Jahren an einer Bautechnik-HTL. Junge Erwachsene, junge Leute an meine Leidenschaft, Architektur und Bauwesen heranzuführen, gibt mir täglich auch viel für meine praktische Arbeit zurück. Aber all das soll nicht bloß nur eine Infokampagne sein. Im Rahmen dieses Handlungsfeldes arbeiten wir auch intensiv daran, unsere Prozesse im Personalmanagement weiterzuentwickeln, serviceorientiert mit Interessierten umzugehen und als Arbeitgeber einen adäquaten, noch ansprechenderen Rahmen zu bieten. Wir werden daher auch einen Bedarfsrechner für Unterrichtsfächer veröffentlichen. Aus diesem wird erkennbar sein, welche Fächer für das Lehramtsstudium besonders gefragt sind und wo ein großer Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern besteht.
Dieser wird auf unserer Homepage Klasse Job einsichtbar sein. Zudem werden wir auch in diesem zweiten Handlungsfeld die Bewerbungsprozesse für potenzielle Lehrerinnen und Lehrer noch weiter professionalisieren. Die Bildungsdirektionen sind der wichtigste Umsetzungspartner in den Bundesländern für die Einstellung neuer Lehrerinnen und Lehrer. Und gemeinsam mit ihnen wird das Ministerium sich der Professionalisierung der Abläufe widmen, wie etwa den Bewerbungsprozessen sowie der Organisation und Durchführung von Schulungen für das Personal an Bildungsdirektionen, das im Bereich des Personalmanagements arbeitet. Wertvolle Informationen dafür liefert das Feedback aus der jährlichen Absolventinnenbefragung, die wir mittlerweile zweimal schon durchgeführt haben. Und kommen wir nun zum dritten Handlungsfeld, nämlich der Weiterentwicklung der Pädagoginnenbildung. Für mich ist klar, wir brauchen eine bessere Studierbarkeit. Das Lehramtsstudium soll für Studierende die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten, um das Studium in hoher Qualität und angemessenem Zeitraum unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen absolvieren zu können. Dabei brauchen wir einen besseren, schnelleren Einstieg in den Lehrberuf und damit einhergehend bessere Möglichkeiten, einen berufsermöglichenden Master zu absolvieren. So muss es allen nach dem Bachelor möglich sein, als Vollzeitlehrkraft tätig zu sein. Und in der Primarstufe heißt das auch, als klassenführende Lehrerin oder Lehrer von Beginn weg. Und hier braucht es Modelle, die attraktiv und kreativ sind. Darunter verstehe ich einen dreijährigen Bachelor mit anschließendem berufsermöglichenden Master, also auf dem Bachelor-Level eine Gleichstellung mit allen anderen Studien. Weiters brauchen wir attraktive Möglichkeiten, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gut ins System zu bekommen und diese gut zu qualifizieren. Das setzen wir bereits in 4 Pilothochschulen um. Und im kommenden Jahr starten wir damit in ganz Österreich. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger können so von Beginn weg, ohne Sondervertrag, gut begleitet, qualitätsvollen Unterricht in der Sekundarstufe gestalten. Zudem wird dieses Handlungsfeld Maßnahmen umfassen, die Unterrichtsfächer weiter attraktiv zu attraktivieren, die aktuell nur wenig belegt sind. So werden wir auch dem Fachlehrerinnen- und Fachlehrermangel entgegenwirken können. Wir diskutieren hier neben der Darstellung des Bedarfs an Lehrkräften auch etwa über die Etablierung von kohärenten Fächerbündeln, zum Beispiel MINT oder Science, um etwa auch mehr Personen für ein Lehramt im naturwissenschaftlichen Bereich zu motivieren. Und weiters werden wir in diesem Handlungsfeld auch noch Maßnahmen für eine bessere Verbindung von Praxis und Theorie ergreifen. Zudem schaffen wir Curricula und Lehrveranstaltungen, die zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auf den Job noch besser vorbereiten, auch thematisch mit Blick auf alle Herausforderungen. Hier laufen die Diskussionen bereits und ich bin für die offene, aktive Haltung der Universitäten und pädagogischen Hochschulen sehr dankbar und freue mich auf die gemeinsame Weiterentwicklung. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Lehrkräfteoffensive werden wir mit der Ressortstrategie Klasse Job Punkt für Punkt umsetzen. Zusammengefasst arbeiten wir auf 3 Handlungsfeldern: eine Neuerzählung von Schule, die Anwerbung von neuen Zielgruppen für den Lehrerinnen- und Lehrerberuf und eine Weiterentwicklung der Pädagoginnen- und Pädagogenbildung. Und diese Ressortstrategie wird zeitlich nicht begrenzt sein, sondern wirklich nachhaltiger und langfristiger Schwerpunkt in der Arbeit des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Kurzum, mit Klasse Job starten wir ein umfassendes, nachhaltiges Programm, die wirklich größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik. Dankeschön.